Hi, mein Name ist Robin und ich zeige euch heute das Kniebeugengerät bei uns im Athletic Gym. Wie ihr in der Grafik sehen könnt, trainiert diese Übung hauptsächlich eure Oberschenkelvorderseite, also den Quadrizeps, und euren Gesäßmuskel, den sogenannten Gluteus. Ich werde euch die Übung jetzt zeigen und währenddessen noch einige Sachen zur Übungsausführung erklären. Zu Beginn der Übung platziert ihr euren Rücken vollständig am Polster und legt die Schulterpads auf euren Schultern ab. Die Position eurer Füße sollte stets schulterbreit sein und bei der Übung selbst solltet ihr darauf achten, dass die Fußspitzen stets vorderhalb der Kniegelenke sind. Bei der Übungsausführung beugt ihr eure Kniegelenke so weit, bis euer Oberschenkel etwa parallel zur Bodenplatte ist. Dies entspricht ca. 90 Grad im Kniegelenk. Bei der Übungsausführung solltet ihr immer darauf achten, dass euer Nacken gerade ist und ihr ihn nicht überstreckt. Nach Beendigung eures Trainingssatzes arretiert ihr das Gerät durch Betätigung des Sicherungshebels. Außerdem könnt ihr an diesem Gerät eure Wadenmuskulatur trainieren. Und auch diese Ausführung werde ich euch nun einmal zeigen. Löst den Sicherungshebel durch Anheben des Schlittens. Durch Senken eurer Fersen geht ihr in die maximale Dehnung der Wadenmuskulatur und drückt anschließend aus dem Sprunggelenk den Schlitten komplett nach oben. Während der Übungsausführung solltet ihr stets darauf achten, eure Kniegelenke leicht angewinkelt zu lassen. Solltet ihr noch Fragen zum Gerät haben oder zur Übungsausführung, dann könnt ihr die Trainer im Sport- und Wellnesspark jederzeit ansprechen. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Training.